Guten Morgen. Heute nehme ich dich wieder einen Tag lang mit bei mir in der Firma im Betrieb. Wir machen heute zusammen Pflege. Viel Spaß mit dem Video und damit guten Morgen. Ja, ich habe mich einige Zeit nicht gemeldet. Im Laufe des Videos werde ich dir erklären, warum, wieso. Ist vieles passiert und ja, wie man sieht, absolutes Chaos. Hier ist die Welle kaputt, das heißt, hier habe ich schon frei gemacht, das muss ich schweißen. Ich habe nur kein Schweißgerät. Das ist leider das Problem. Das muss ich noch einflexen und dann schweißen, weil diese Stange sich mitdreht und die darf sich nicht mitdrehen, weil die Höhenverstellung ist kaputt. Ja, und somit dreht sich diese Stange und die anderen drei Räder bleiben unten. Das eine Rad ist hoch und steht dann so. Ja, willkommen in Deutschland, würde ich sagen. Wir haben angenehme 15 Grad draußen. Naja, okay. Und hat wieder diese Nacht geregnet. Gut, für die Natur ist es natürlich gut. Ja, für mich zum Arbeiten ein bisschen bescheiden. Aber wir wollen ja nicht motzen. Solange ich arbeiten kann, geht's. Ja, ich habe mich einige Zeit nicht gemeldet, weil, ja, es war schwierig. Gerade die Zeiten für mich und weil ich mich auch, wie ich schon mal angedeutet habe, ein neues Projekt habe und damit auch Leuten helfen will. Und ja, jetzt muss ich mal zum Start kommen. Ich habe viel gemacht, getan. Ich habe aber auch teilweise wirklich gar nichts getan, weil ich einfach die Zeit für mich brauchte, weil irgendwann der Körper auch mal sagt, hör mal, hast einen Knall? Ja. Wo es dann auch wirklich nicht mehr weitergegangen ist für mich körperlich. Und naja, so sieht es halt leider aus. Und ich habe viele Jahre jetzt gepumpt und gemacht, getan und überall sehr viel Energie reingesteckt und nachhinein doch wieder alles verloren. Ich will nicht sagen, es war umsonst irgendwie, man lernt, ja. Aber trotzdem ist es halt so, dass viel Energie geflöten gegangen ist. Ich habe jetzt fast anderthalb Jahre und muss teilweise noch nehmen, Medikamente genommen. Dadurch ist natürlich auch mein Körper teils wirklich, ja, mein Magen ist kaputt und dies und das. Und das versuche ich jetzt gerade wieder aufzubauen, alles. Und ja, deswegen ist es halt so, dass ich mich jetzt einige Zeit nicht gemeldet habe. Manchmal geht es halt nicht anders im Leben und man braucht ein bisschen Ruhe, um dann wieder klarzukommen. Ja. Ja, und deswegen gucken wir jetzt einfach, das wird schon wieder. Ich bin schwer dabei mit Ernährungsumstellung, dies, das, jenes. Es wird sich viel hier in meinem Betrieb tun und ja, dafür brauche ich alles Zeit und Kraft und deswegen ist es halt so, wie es ist. Ich würde sagen, ich fahre jetzt auf die Baustelle zur Kundin und dann geht's ab. So, dann gucken wir uns das Ganze mal kurz an. Ja, der ist schon wieder gewachsen, den habe ich vor 2 Wochen geschnitten. Ja, das werde ich heute mal ein bisschen begradigen. Ja, dass man hier auch noch gut wieder durchkommt. So, hier habe ich letztes Mal, wie man auch sieht, auf Wunsch von den Leuten im Hochdruckreiniger alles sauber gemacht. Ja, der Rasen ist wieder ein bisschen gewachsen. Es war jetzt ein bisschen kühler, deswegen ist es auch nicht mehr jetzt so viel gewachsen. Ja, aber könnte man wieder schneiden. So, das habe ich auch sauber gemacht, damit du Bescheid weißt. Ja, hier machen wir wieder sauber. Und ja, dann zu mir. Ich finde es halt zu schade, wenn ich jetzt hier den Vlog-Kanal aufgebe. Es ist zwar alles Arbeit, gerade jetzt im Übergang für mich zum neuen Projekt, zu YouTube und, ist es doch schon sehr viel Arbeit. Aber ja, ich habe mich jetzt die letzten paar Wochen ein bisschen runtergefahren. Ich habe auch nicht so viel gearbeitet, boah, Junge, ist nie wieder los, zu feucht.
einfach ja mal Abstand zu gewinnen. Wie geht's für mich weiter? Ich habe auch versucht, eine Arbeit zu finden, aber sobald, ja, ich muss es ja entweder in die Bewerbung schreiben oder die Leute, wo ich gerade anfrage, die kennen mich, die wissen, wie ich arbeite und da haben wir das einfache Problem, wenn die hören, ja, Rückenprobleme, Operation, ich bin immer noch in Behandlung, bei Ärzten, Physiotherapie, ja, dann wird dann auch gerne dankend abgelehnt. So ist es leider hier, ne? Die Leute wollen leider nur Leistung haben. Ich kann es ja selber nachvollziehen. Ja, hier müssen wir auch einiges freischneiden. Ich kann es ja auch wirklich nachvollziehen, ja? Ich bin selber Chef und klar, wenn dann einer zu mir ankommt und sagt, er hat die und die Probleme, ja, dann rechnest du damit auch, dass derjenige krank ist. Ich sag mal so, in größeren Firmen ist es eigentlich kein Problem. Will ich wieder in einer großen Firma? Weiß ich nicht. Ja, ist halt alles so, boah, ist hier ein Fliegenzeug. Alles so kleine Mücken, Junge. Siehst du das? Ja, mal gucken. Und ja, das Problem ist halt leider hier und ja, insgesamt, wenn du nicht mehr kannst, wenn du nichts mehr leisten kannst, wirst du aussortiert. Und dann kommt dann ab und zu auch mal die Bemerkung, ja, beantrage doch Bürgergeld. Ja, und das macht dich natürlich, ja, fettig im Kopf. Ja, ich versuche da immer gegenzuhalten, gute Gedanken zuzulassen, nichts Negatives. Aber es ist schon beeindruckend, wo man denkt, man hat Freunde, Bekannte, die eine Firma haben. Und dann habe ich letztes Mal noch bei einer angefragt. Und das Problem ist, da würde ich nur Mindestlohn bekommen, ne? 12,45 €. Ja, und ja, das finde ich schon nicht so geil. Und ehrlich gesagt, mit 12,45 €, ich habe es mir durchgerechnet, mir bleiben dann 1.150 übrig. Das heißt, ich werde dann alles verlieren, was ich mir die letzten 25 Jahre erarbeitet habe, quasi. Ich müsste die ganzen Autos abgeben. Nee. Ja, es ist gerade im Moment schwierig für mich, weil ich halt dazwischen hänge. Ja, ich kann teilweise nur bis 13, 14 Uhr für mich selber arbeiten. Wenn dann mein Körper sagt, hör mal, nee, geht nicht mehr, dann muss ich halt auch aufhören. Ich habe eigentlich starke Nerven, aber ich möchte jetzt auch nicht mehr weiter Schmerztabletten essen wie Smarties. Ja, erstens bringt das nichts für mich und zweitens hat es mir den ganzen Magen-Darm zerschossen, ja, davon. Ich nehme zwar Darmtabletten, aber es funktioniert halt nicht, ne? Naja, und jetzt gucken wir mal. Und das sind halt gerade aktuell meine Sachen. Und jetzt die Zeit habe ich genutzt, um mich wieder ein bisschen zu sanieren. Ich bin immer noch dabei, meine Leber zu entgiften und eine ganz cleane Ernährung zu haben. Und ja, da ist halt dann, ne, so einiges ins Arge gekommen mit den ganzen Tabletten, wo ich auch nicht mehr drauf zurückgreifen will, auf diese ganzen Tabletten. Ja. Und naja, jetzt geht's weiter mit der Baustelle hier. Ich fange im Vorgarten an und dann geht's los. Du hörst schon, im Hintergrund ist einiges hier los auf der Straße. Ich werde jetzt den hier ein bisschen zurechtschneiden, nämlich hier die drei Seiten, dass die wieder ordentlich aussehen und dass die Leute hier wieder gut durchkommen. So, hier habe ich jetzt alles geschnitten, sieht wieder gut aus. Alle drei Seiten habe ich geschnitten, hier auch, ne? Super. Und jetzt geht es hinten weiter. Hier habe ich jetzt den Kirschlorbeer geschnitten, das heißt die Seite, hinten noch ein bisschen, da ist nicht so viel, so dass man hier gut dran vorbeikommt. Hier auch, ne? Aber den werde ich dann getrennt schneiden, den Taxus. Du musst halt wissen, dass hier Leute leben, die halt auch nicht mehr so gut laufen können. Das heißt, die sind auf den Rollator angewiesen und deswegen ist es halt wichtig, dass das da,
dass der Eingang frei bleibt und hier auch. Der Rollator ist natürlich ein bisschen breiter. Und wenn man schon auf eine Gehhilfe angewiesen ist, muss es natürlich dann auch alle paar Wochen mal zurückgeschnitten werden, dass es so bleibt, wie es ist und die Leute dann gut dran vorbeikommen. So, jetzt bin ich hier die Einfahrt am Saubermachen mit dem Laubgebläse. Jetzt sind nur ein paar Blätter hier und ein, zwei Mal Unkraut bisher. Und so mache ich jetzt den ganzen Weg hier sauber. So, ich bin jetzt schon am Rasenmähen schon eine Weile. Hier siehst du ja, ich weiß nicht, ob du den Unterschied siehst. Das ist nicht gemäht, das ist gemäht. So sieht es dann jetzt gerade aus. Die Beete mache ich erst gleich. Ich will erst immer den Rasen runterschneiden, bevor ich die Beete mache. Sonst trample ich dann den Rasen wieder runter. Der ist jetzt nicht so hoch. Aber trotzdem, manchmal sieht man es, wenn man es runtergetreten hat. Später stellen die sich wieder auf, einen Tag später. Und dann sieht man so ein oder andere Fußspur. Aber normalerweise bei dem Rasenmäher, den ich habe, der saugt das alles hoch und saugt das alles weg. Deswegen ist das eigentlich kein Problem. Nur ich bin halt so ein Gewohnheitstier und mache es dann halt so rum. Und ja, somit kann ich dann nachher in Ruhe die Beete machen und der Rasen ist auch nicht so hoch. So, jetzt habe ich hier das Gras rausgeholt, die Kanten geschnitten. Hier habe ich jetzt auch die Kanten geschnitten, da muss ich noch wegräumen. Ja, und hier bin ich gerade das Unkraut am Wegmachen. So, das ist jetzt sauber. Ansonsten habe ich hier noch die Blätter unten drunter rausgemacht. Ja. Da hinten sieht es sehr dunkel aus. Hier habe ich alles sauber gemacht. Ich habe jetzt die ganzen Rosen geschnitten. Da habe ich sauber gemacht. Da hinten. Hier habe ich alles sauber gemacht. Ja gut, jetzt fallen die Rosen da wieder drauf, weil es ist gerade, wie du vielleicht hörst, sehr windig. Und ich befürchte, da hinten kommt ein Gewitter oder Regen. Ja, hier die Kante habe ich sauber gemacht. Das habe ich noch nicht geschnitten. Oh, ein Eichhörnchen. Geradeaus, 12 Uhr. Zack, zack, ist es weg. Ja, hier habe ich ein bisschen sauber gemacht. Die Gehölze muss ich mal Richtung Herbst schneiden. Ich habe sie dieses Jahr nicht geschnitten wegen den Blütenständen, aber die müssen eigentlich komplett klein geschnitten werden. Die waren früher mal gerade so groß wie der Zaun. Auch für den Nachbarn ist das immer problematisch, wenn das so groß wird. Und die werde ich auf jeden Fall hier nach und nach kappen und einiges auch innen drin rausschneiden. So, ich bin wieder hier im Lager bzw. Werkstatt. Da hat immer noch keiner weiter ran gemacht. Naja. Es hat sich jetzt ein bisschen zugezogen, es hat ein bisschen geregnet, es regnet auch noch ein bisschen weiter. Naja, so ist halt, jetzt müssen wir die Zeit überbrücken und ja, das Schweißgerät ist bestellt. Ich habe mir da ein bisschen mit Zeit gelassen, weil ich einfach gucken will. Ja, ich will nicht das Erstbeste kaufen. Ich habe jetzt ein gutes gefunden. Ich wollte jetzt auch kein E-Schweißgerät. Früher habe ich viel E geschweißt. Da war es noch nicht so modern mit Schutzgas. Ich will aber auch kein Schutzgas-Schweißgerät. Deswegen habe ich mir jetzt ein Schweißgerät geholt, was aussieht wie Schutzgas. Aber da ist dann in der Mitte auch der Draht. Und da ist, glaube ich, dieses Schutzgas mit drin. Da muss ich mich jetzt noch mal ein bisschen mit genauer auseinandersetzen. Und dann werde ich sehen, auf jeden Fall ist es eine gute Investition für die Werkstatt, weil eine Werkstatt ohne Schweißgerät, ich habe zwar jetzt nie eins gebraucht, aber wenn du eins hast, dann ist es ja immer so, dann brauchst du es auch. Ne? Und jetzt habe ich ja den ersten Vorfall, wo ich wirklich was instand setzen muss und schweißen muss, weil da bringt alles nichts, wenn ich da eine Schraube reinsetze oder so. Das funktioniert nicht, ne? Das ist einfach, dann dreht es wieder durch und dann hat sich das Thema erledigt. Ja, und so ist es halt. So fangen wir jetzt erstmal wieder an hier auf dem Kanal. Ich hoffe, du bleibst gesund und bis zum nächsten Video.